Drück nicht X. Nicht X. Du hast gesagt, drück nicht X, was soll ich tun? R1 ist normal zu schlagen, R2 ist ein schwerer Angriff. Piu. Das heißt, du willst in erster Linie R1 machen, üblicherweise. Wir lassen ihn mal ein bisschen alleine. Nein, greif ihn an. Er will mit der Wand kuscheln, also musst du ihn umbringen. Gott. Ich treffe ihn. Oh wenn Gott. Du den rechten... Oh, der erste Quickstep! Oh, der zweite Angriff. Entschuldigung. Kannst du mit seiner Leiche spielen? Ja, die... Fairerweise muss man sagen, sie kennt einige Stellen aus dem Spiel, aber... Aber ich habe... Selbst mit Autofahren verglichen, wenn man selber fährt und wenn man... Wenn man sieht, wie man fährt, das ist eine ganz andere Sache. Ich denke, das ist ziemlich passend. Oder jemand hat vorhin gesagt, wie Fahrradfahren. Wenn du nur siehst, wie man Fahrrad fährt, dann... Das ist der gleiche Vergleich. Was mache ich jetzt? Sei der Typ, der heute an der Kasse hinter der Stadt die ganze Zeit gesagt hat, oh Mann, sah der ähnlich aus. Oh Gott, nein! Du schaffst das. Was mache ich überhaupt? Ich habe keine Ahnung. R2 würde ich nicht empfehlen, zu drücken, um anzugreifen. Oh Gott. R1. Ich bin gerollt. Oh Gott. Ich habe doch gerollt. Oh Gott. Nein. So weit, so gut. Der Angriff hat eine große Hitbox. Ist schwer, ihm auszuweichen. Okay. Aber schau, wie viel Schaden du ihm schon gemacht hast. Das sind fast 2%. Das ist, Das erleichtert mein Leben. Das erleichtert dein Leben sogar ganz ungemein. Nächstes Bonfire, nächster Checkpoint. Leute sagen, es ist das schwerste Spiel der Welt. Ich denke, du hast dich gut geschlagen. Soweit, der erste Boss ist down. Ja, er ist tot. Ich habe ihn getötet. Also, wenn du deine Waffe zweihändig hältst, kannst du mit dir abwehren. Mit L1. Ha, siehst du? Siehst du, wie du den Pfeil abgewehrt hast? Oh mein Gott. Handachs. Yeah. Okay. Und jetzt bist du bereit. Ich denke. Du musst nochmal B drücken, das Menü ist noch offen. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Oh, das war unfair. Ich hab dir den Rücken zugedreht. Gott. Ich hab vergessen. Wie ist das passiert? Es waren zwei. Wir stecken Pfeile im Kopf. Das glaube ich nicht. Okay, bist du bereit, deinen ersten Gegner zu bekämpfen? Und zwei Schläge, und er ist down. Oh, ich meine. Oh Gott, nein! Oh, wie unfair! Jetzt kannst du zu Oscar rein. Oh. Nein, da voll, wo die Wand kaputt gegangen ist. Oh Gott. Oh, du hast mich. Oh Gott. Und dann, wenn du schnell kurz nach rechts drückst, gehst du zur Pyroflamme. Nein, nur nach rechts, nicht nach links. Oh, dein Schild wieder raus. Nein. An der linken Hand ist der Schild. Wie, was? Nach links. Nach links? Oh. Gott, ich fühle mich so, als hätte ich noch nie... Oh Gott. Er kann dir nichts anhaben, du hast ein Schild. Tritt ihn weg. Ja. Er hat es nicht verdient. Oh, der hat eine Rüstung. Bist du bereit für diese Herausforderung? Nein. Vorsicht, Ausdauer. Vorsicht, Schild. Oh. Nein. Oh, er wollte sich heilen. Au. Denk dann, du kannst Gegner anvisieren. Das bekommen wir alles hin. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hinbekommen. Da unten wartet jemand. Was mache ich? Oh nein. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Vorsicht. Oh, ich bin tot. Ich konnte nicht. Oh Gott, ich bin die Steuerung wirklich. Oh mein Gott! Zweihändig machen Waffen mehr Schaden. Warte, HP-Check. HP-Check. Okay. Wie viel sind es? Shit. Drei. Drei. Nein. Oh. Liga, lies die Nachricht jetzt. Ja, ich. Oh mein Gott! Okay, du gehst nach vorne und dann, wenn du runterfällst, drück R1. R1! Oh! Siehst du das? Das ist ein Plunging Attack. Du kannst aus der Luft heraus angreifen. Das erleichtert mein Leben. Oh Gott. An sich hätte ich sie das alleine herausfinden lassen. Aber das Problem ist, ich habe gesagt, dass... Warum? Oh Gott. Ich habe gesagt, dass sie die Nachricht nicht lesen, weil das unnötig ist. Dass das ruiniert das alles ein bisschen. Das war nicht die beste Idee. Oh mein Gott. Nein! Wie kann er sich so schnell umdrehen? Er ist so... Ja, was? Was ist er? Massiv. Ja.
Er ist in die Arena gekracht wie der Mond. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Ich habe das Gefühl, er... Warum? Oh mein Gott. Das war dein letztes erstes Verbrauch. Oh mein Gott, das wollte ich nicht. Du kannst ihn anvisieren. Oh nein, kann ich nicht. Oh mein Gott. Alles gut. Mit dem ganzen Rollenspammen bist du bereit für Dark Souls 3, kann ich dir jetzt schon versichern. Nein, kill ihn doch, bitte. Oh mein Gott. Oh, sie besiegt! Oh. Das war eine massive Leistung. Hey, ich habe nicht gesagt, dass er fett ist, okay? Ich auch nicht, aber du hast es gerade gesagt. Öffne die Tür in die Freiheit. Die Welt steht dir offen. Die Welt der Untoten aus Lordran. Schau dir die Welt mal an, wie schön sie ist. Nein, ernsthaft, schau dir die Berge an. Wahnsinn. So bergig. Okay, in Lordran steige auf und entfache Leuchtfeuer. Leuchtfeuer? Das Übersetzerteam hat einfach solide Arbeit Leuchtfeuer. Geleistet. Leuchtfeuer? Ja, sie nennen das Bonfire Leuchtfeuer. Ich weiß, warum sie sich Lagerfeuer nennen. Das ist der Crestfallen. Oh. Well, what do we have here? Well, must be a new arrival. But there's no salvation. Okay. Ich glaube, das war nicht sinnvoll, aber... Ich meine, er ist noch nicht aggressiv auf dich, also du kannst halt auf ihn einschlagen. Oh, jetzt bist du tot. Oh nein. Oh, Entschuldigung. Das war nicht... Oh. Das war ein Fehler. Nein, glaube ich nicht. Das Gute ist nämlich, jetzt spawnst du am Bonfire und weißt, wer direkt neben dem Bonfire ist. Oh nein, das wird nicht... Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bitte lass mich in Ruhe. Du hast sie doch angegriffen. Ich dachte, es wird wieder... Oh nein. Oh, ich dachte, es wird zurückgesetzt oder so. Oh nein. Nein, nicht NPCs. Oh nein. Wo muss ich hin? Das ist die Frage. Ich kann dir sagen, du willst auf jeden Fall nicht zu ihm. Das ist nämlich wirklich stinkig. Du kannst rennen, wenn du B gedrückt lässt. Ja, aber das ist nicht wirklich schneller. Oh doch. Natürlich ist es schneller. Es kostet Kondition. Oh Gott! Wie hast lauf, du... Oh, nein! Lauf. Ja, ich versuch's! Oh. Und das wird nicht zurückgesetzt. Du kannst auch versuchen, ihn zu killen. Ja. Wenn du ihn parierst, das ist ziemlich machbar. Ich gehe dann mal. Du willst zurücklaufen, das ist mutig. Und stehen bleiben, Gott. Das ist sehr mutig. Sie können nicht auf Fahrstühle. Er kann den Fahrstuhl nicht betreten. Was machst du jetzt? Oh Gott. Hoffen wir mal, dass er wirklich... Oh, es wäre super, wenn er noch runtergelaufen wäre. Nein. Die Gegner können nämlich auch an Fallschaden sterben. Und daher willkommen in Neu-Londo. Es war mal das neue Arn. Gute Arbeit. Danke. Es war mal das neue Arn, Neu-Londo. Jetzt sind hier nur ein paar deprimierte Leute. Bis auf einen. Oh. Kannst du den einen finden, der nicht ganz so deprimiert ist? Oh, das ist der nicht ganz so traurig ist wie die anderen. Ich glaube, ihm gefällt es ganz gut. Er hat einfach eine gute Zeit. Oh. Nein! Oh mein Gott! Oh, ich dachte, die Treffer geht. Oh mein Gott! Nimm den Controller in die Hand. Crestfallen ist nämlich direkt auf deinen Fersen. Oh nein! Oh nein! Willst du mich. Oh mein Gott! Ich kann nicht. Oh mein Gott! Du warst der Meinung, dass du ihn angreifen willst, also beschwer dich nicht. Ich dachte, es wird zurückgesetzt. Oh nein. Oh, lass mich in Ruhe. Oh. Oh nein. Oh mein Gott. Oh. Den Fahrstuhl muss man erst hochlassen wieder. Oh. Ich wusste nicht, dass ich hier... Ich wusste nicht, weil das möglich ist. Hast du nicht gesehen, dass er irgendwie nach 2 Schlägen ungefähr nur 10% Schaden genommen hat? Ja, aber so? Ich dachte, es sei schon zu spät. Nein, ich hätte es gesagt, dass nicht zu spät Gott. Und du hast es noch weiter angegriffen. Okay, also ich kann hier auch nicht weiter. Ich meine, du hast gesehen, was passiert, wenn du hier weitergehst. Du könntest es auch nochmal versuchen. Ja. Yeah. Vorsicht, ich glaube, hier spukt es. Oh nein, lass mich in Ruhe. Pass auf, famoser Gegenstand. Was? Was soll das bedeuten? Das sind Nachbarn drin, Spieler, die sind sehr hilfreich. Versuch's mit Flüche. Ich kann, das ist jetzt ein bisschen doof. In der Tat. Aber ich will aber, ich will aber auch wirklich nicht. Nein, geh weg. Den Wanderfluch musst du einsetzen.
theoretisch, wenn du die Geister angreifen willst. Bist du bereit für einen verflucht guten Kampf? Nein. Oh Gott. Oh Gott. Nein, was? Ich mache wirklich nicht viel Schaden. Das ist korrekt. Ich mache wirklich nicht viel Schaden. Oh nein! Versuch, oh nein! Dazu fallen. Und du bist runtergefallen, während ich den Satz gesprochen habe. Also, nächste Aufgabe, Crestfallen ist wieder zurück. Was war die Taktik? Was? Was war die Taktik? Oh nein, oh Gott! Oh, ich bin ja... Oh, komm schon, mein Gott, du musst der Taktik folgen. Ich kann nur so viel coachen. Also, lockst ihn hier runter. Der Fahrstuhl, du lässt ihn unten bleiben. Und wenn er in der Nähe ist, kickst du ihn runter, die Grube. Das habe ich noch nie versucht. Also lasse ich den Fahrstuhl jetzt runter. Du machst nichts am Fahrstuhl. Wartest, bis Crestfallen da ist. Okay. Versuch ihn dann vielleicht anzuvisieren, damit du auch triffst. Nein. Und dann, kick ihn runter. Oh Gott. Aber wie? Du hast ihn nicht anvisiert und du stehst nicht richtig und nicht den Wander... Ist okay, das bekommen wir hin. Denk dann, dass du ein Schild hast, aber der bringt nicht allzu viel gegen sein Schwert. Das ist halt ein relativ starker Gegner für den Anfang. Du musst dich anders positionieren, ja, so dass er runterfallen würde. Oh! Oh nein! Oh, oh mein Gott! Du könntest ihn auch parieren. Wie? Du musst ja erstmal. Du musst ja im L2 machen, genau in dem Moment, wenn sein Schlag dich trifft. Der Schlag dich treffen würde. Oh shit. Siehst du, das war ein Parry. Oh. Und wenn du das gemacht hast, drückst du R1, wenn er gestunt ist davon. Jetzt? Yeah, siehst du das? Oh. Jetzt bellt er seine Angriffe, nicht übermütig werden. Oh, oh, oh Gott. Anvisieren. Oh Gott! Nein! Oh Gott! Oh, ich meine, das war ein Anfang, okay. Er ist halt unverwundbar, wenn er am Boden liegt und gerade aufsteht. Oh. Nein! Okay, weißt du was, das würde nicht hinhauen, glaube ich. Die Treppe ist... Oh Gott, Treppe ist gefährlich. Oh. Ja, nee, das funktioniert so nicht so ganz. Geh runter. Ey, oh Gott. Oh! 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 Er schlägt immer die Wand, du könntest ihn hier theoretisch. Oh Gott, ich hab's super gedrückt. Ja, das war ein anderer Angriff. Er ist halt nicht hingehauen. Ja. Egal. Oh. 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 Fuck! Er war doch schon halb unten. Kämpft er jetzt noch? Nein! Oh. Okay, warte, das funktioniert nicht so, wie ich das geplant hatte. Okay, okay, jetzt wird's persönlich. Sie spielt gerade. Ja, ich habe den Controller in meiner Hand und drücke Knöpfe. Drück, drück. Drück, drück. Diese Knöpfe. Au, alles gut, alles gut. Ich bekomme das hin. Du meinst, ich bekomme das hin? Ja, ja, du bekommst das hin. Vielleicht bekomme ich ihn noch dazu. Wenn er jetzt nach hinten rollt, sollte er eigentlich sterben. Wenn er nach hinten rollt. Oh. 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 Oh, ich habe Menschlichkeit mitgenommen. Gute Arbeit, ich. Das war solide Arbeit. Ich hätte ihn nicht besser killen können. Du kannst dich nochmal ins Bonfire setzen, um deine 10 Estos zurückzubekommen. An dem Bonfire bekommt man nämlich ja 10, weil hier eine Feuerhüterin ist. Okay. Wo willst du hin? Wo kann ich hin? Es gibt viele Wege. Was? Nach unten ist einer der Wege. Oh. Hattest du das Gefühl, dass die Geister, dass es sinnvoll wäre, runterzugehen? Nein. Vor allem kannst du noch, du hast noch einen Versuch gegen die Geister, dann hast du keinen Wanderfluch mehr. Ja, nein. Ich habe den Weg nach oben nicht gesehen, ehrlich gesagt. Es gibt auch noch einen anderen Weg. Mhm. Bist du bereit? Nein. Oh, oh Gott, sie greift mich an, okay. Was dachtest du? Ich weiß es nicht. Oh. Oh, wow. Erst mit dem Parieren klappt dich wirklich. Das ist ein Parieren setzt so raus, dass du die Angriffe der Gegner ungefähr kennst. Das heißt, unter Umständen kann das ja etwas schwer werden. Na, wer wirft hier Feuer? Hä? Das ist der falsche Knopf. Ja, welcher dann? Der. Oh, was? Der, ich verstehe das nicht. R1! Nicht den schweren Angriff. Es gibt zwei andere Knöpfe. Ja, ja, aber... Oh, du drückst immer R2 und auch um abzuwehren, drückst du L2. Das ist das der falsche. Ja. Warte.
Du musst nicht so nah an ihn ran. Oh mein Gott, okay. Siehst du? Oh. Jetzt hat es noch 5 Stück. Da ist eine Ratte. Oh. Du hast Angst vor einer Ratte? Hm. Noch ein, du hast übrigens noch einen Feuerball jetzt übrig. Oh Mann, oh. Dachtest du, du hast unendlich viele? Nein, vielleicht. Als Kind habe ich mal Schaumbad probiert. Das war sehr bitter. Meine Worte waren, das schmeckt wie Gift. Woher ich wusste, wie Gift schmeckt, ist, ich rätsel bis heute noch. Vorsicht. Oh nein, oh Gott. Denk dran, dass du ein Schild hast. Das vergesse ich immer wieder. Falscher Knopf. Oh Gott. Das ist der Hellkite Drake. Oh, das ist der nackte Drache. Nein. Bitte nein, das ist nicht Sief. Sief kommt erst sehr viel später. Oh, Sief ist der nackte. Oh, ja. Jetzt weiß ich auch. Er ist der Schuppenlose, nicht der Nackte. Entschuldige. Oh Gott, wie konnte er so... Er ist ein Springer. Bei den Bundesjugendspielen. Er hat eine Ehrenurkunde bekommen. Ach, falsche Taste. Oh nein. Weißt du, was dein Problem ist? Nein. Wenn ein Gegner dich angreift und du den Schild hochhältst, genau, dann, wenn der Gegner kurz davor ist, sich mit dem Schlag zu treffen, schlägst du zu. Oh, ich bin... Oh, es gibt hier noch mehr Wege zu erkunden, wenn du das möchtest. Also, ich war jetzt hier oben und ich war unten. Sie wollte eigentlich Uncharted spielen. Ich habe gesagt, wir können Uncharted spielen. Hat sie gesagt, nein, ich will Dark Souls spielen. Ich meine, wir müssen an der Stelle keine Vorwürfe machen. Wie YouTube-Kommentare sagen würden in solchen Situationen. Oh mein Gott! Warum schaust du dich nie um? Was? Kein Wunder, dass du überstirbst. Och, das ist gemein. Der Typ ist auf dem Scheiße. Quatsch nochmal mit ihm. Ich finde, er sieht ganz nett aus. Darf ich nochmal mit ihm reden? Oh. Go ahead. Er ist so nett. Er gibt dir ein paar Cent, damit du einfach abhaust. Oh. Ja, das habe ich nicht gesehen. Das ist mir aufgefallen. Oh mein Gott! Nie schaust du dich richtig um! Oh, nicht schreien. Oh Gott, der Vogel, der macht mir ein bisschen Angst. Mir nicht, er ist nett. Wenn man den Angriff fliegt, er weg. Hm. Hab ich gehört. Oh, ist der Nito? Nicht direkt, nein. Nito wohnt tatsächlich nicht auf dem Friedhof. Auch wenn man davon ausgehen würde. Aber... Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin. Du bist jetzt in der Bone Zone. In der Bone Zone. Oh Gott. Oh fuck. Warum variierst du immer? Ich weiß es nicht. Oh. Oh nein, nein! Oh Gott, nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh. Die Jungs sind nur wieder auferstanden, um dir den Arsch zu treten. Jetzt gehen sie wieder und liegen dort für die Ewigkeit. Tschüss, Jungs. Also, welchen Weg willst du weiter verfolgen? Oh, ich weiß nicht, die sind alle nicht so gut. Ich denke, dass einer wesentlich angenehmer ist als die anderen. Ich denke, der Knochenweg. Das denke ich auch. Ich halte es nicht aus. Und die andere. Wow. Die andere? Geh über die andere. Weiter rüber zur... Nein, die vordere. Nein, weiter rechts. Was? Ja. Geist? Naja, das wundere ich mich auch. Kaum hat sie das Spiel angefangen, schon ist sie bereit für den ersten Speedrun. Klassische Friedhofrenner, den habe ich auch mal gemacht. Ordnungswidrigkeit, 50 Euro Strafe, aber das war es mir wert. Vorsicht! Nein! Oh Gott, ich wollte nicht. Oh, hier wird's schaurig. Da wird mir ja ganz Angst und Bammel in den Katakomben. Bange heißt das doch, oder? Ja, oh hier, ich glaube auch. Oh Gott! Was? Oh Gott! Oh, ich dachte... Du läufst hier auf Schädeln herum. Meine, keine Sorgen, hier sind überall Skelette. Oh. Mein Schädel.
Warte, was? Ich komme hier nicht weiter, oder? Oh! Nein! Oh nein! Och! Ich bin erstaunt, dass die meisten Skelette einfach nur dastehen. Oh Gott, nein. Die Legende. Und ich bin tot. Und Blutverlust. Ausrufezeichen, Blutverlust, Ausrufezeichen. Mm. Also. Also. Drei Wege stehen dir offen. Das war nicht der beste Weg, wie mir scheint. Ja, Ansichtssache. Ich denke, es ist ziemlich gut gelaufen. Du hast fast einen Gegner besiegt. Aber da oben... Ach. Warum rennst du vor allen Gegnern weg? Wieso nicht? Weil du nicht weißt, wo du hinrennen musst und dann sind 20 Gegner hinter dir. Die dich gleichzeitig angreifen. Ist das nicht die Lektion, die du gelernt hast aus dem Skelett-Encounter? Nein. Was hast du dann daraus gelernt? Nicht dass zu Skeletten ich einfach weg. Zu gehen. Ja. Dass Skelette böse sind. Alle Skelette. Das stimmt. Jeder hat einen bösen Kern. Sie spielen gerne Xylophon. Alle spielen gerne Xylophon. Das stimmt. Oh. Oh. ja, das... Mit R2 kannst du sie vielleicht besser erwischen. Aber das habe ich doch versucht. Oh, ich habe sie erwischt. Genau, in dem Moment, wenn der Schild was abblockt, gehst du auf den Angriff über. Okay, pass auf, block ab. Ja, yeah, und dann schlägst du zurück. Okay, abwarten. Vorsicht, Ausdauer. Das ist, oh Gott, lasst mich in Ruhe. Das Problem ist, dass dein Schild halt auch wirklich nicht gut ist. Okay. Könntest allerdings die Waffe auch zweihändig halten und sie einfach so mit einem Schlag killen. Maximales Risiko, aber maximale Ausbeute. 2-1 Risiko. Oh. Aber ein Schlag und er war tot. Oh, siehst du den Damage? Der Damage. Okay, und jetzt wird's ernst. Mm. Du erinnerst dich noch oben. Ja. Yeah. Da sind eine Menge Jungs. Ach, oh, hey Jungs. Das heißt, was willst du am besten machen? Hm. Einfach drauf losrennen und Ich finde es heraus. Ganz vorsichtig. Au. Nicht ganz richtig. Au. Die Waffe bietet sich auch nur bedingt gut zum Blocken an, muss man dazu sagen. Oh, ein Lendentuch! Bringt dir weniger Verteidigung als dein aktuelles Teil. Deswegen, wir lassen das besser mal weg. Kannst es aber auch anziehen, wenn du es möchtest. Oh ja, bitte. Es ist sehr knapp gekleidet. Willst du dabei bleiben? Warum ich mag es auch, wie sie im Fluss da steht. Ich glaube, das ist nicht gesund, ehrlich gesagt. Ja, ich weiß nicht. Meinst du? Naja, alles gut. Alles gut, okay. Fuck. Oh, guter Treffer. Jetzt ja da oben. Oh Gott, Hilfe. Du kannst auch, wenn du nochmal drückst, sehen. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Oh nein! Oh, der Headshot. Okay, jetzt der andere. Oh Gott. Oh. Solide Arbeit. Huh. Oh. Der ging wirklich direkt ins Gesicht. Deswegen wurdest du auch gestunt. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist ein Bonfire. Nummer 1. Oh mein Gott. Du musst die richtige Mischung aus anvisieren und nicht anvisieren. Ja, ich bin. Oh Gott. Warum? Oh. Oh, jetzt hast du langsam den Dreh raus. Ja. Es gibt hier allerlei Dinge zu entdecken. Allerlei? Ja, allerlei. Ich weiß nicht, wieso ich so komisch gesagt habe. Oh Gott. Oh. 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 Au. Ich sehe schon, die zweihändige Axt ist, sie ist stark. Ein bisschen. Leider von der anderen Seite verschlossen. Das ist jetzt unangenehm. Ist es? Hey, oh, Jungs. Die drei Jungs. Ich erinnere mich an die. Oh.
Vorsicht, Herr Brandenburg. Oh, oh Gott. Wo? Oh nein, oh Gott, oh nein. Ich kann... Oh. Die springen, als wären wir hier beim Schaft. Ich hänge hier ein bisschen fest. Ja, das ist nicht gut. Ich hänge hier fest. Ich kann hier nicht weg. Ich meine, war ein guter Versuch. Das ist frustrierend. Was? Dark Souls. Spürst du schon den Gamer Rage in dir? Nein, ich spüre eher Verzweiflung und... Du sollst am wenigstens noch den ersten richtigen Boss sehen, ja, okay? Ja, okay. Ich denke, das klingt fair. Oh Gott. Oh Gott. Hey, was soll das? Vorsicht, die Brücke ist gefährlich. Oh nein. Oh. Oh. Die Brücke ist Artilleriegebiet. Ich spiele jeden Tag Verzweiflung, aber ich spiele nie DS. Bisher der Game Advanced, wie mir scheint. Oh, hast du eher, du hast schon von deinem neuen Game Advanced erzählt. Selbstverständlich. Ah, ich werde mich nochmal aufhalten an deiner Stelle. Ja, das hatte ich gerade vor. Ist okay. Ich will nur sagen, wenn es nach dir geht, werden... Du machst hier nur wieder Fehler. Okay, jetzt mache ich die Fehler, okay? Da war eine Schatzruhe, die du schon geplündert hast. Ja, aber ich wollte den Typen umbringen. Okay, bist du bereit für die drei? An denen bin ich auch wirklich oft gestorben. Ich stelle mir gerne vor, dass sie schnipsen. Oh, und sie sind eine Gang aus den 50ern. Ja, au. Ich sehe die Schmalzlocke vor mir. Ja. Oh, du hast seine Deckung gebrochen. Und jetzt brech seinen Kampfeswillen. Und sein Genick. Yeah. Oh. Wow. Es war ein harter Angriff. Ich weiß nicht, warum ich es gesagt habe, es hätte ein Kind was ganz toll gemacht. Oh, oh das ist aber toll gemacht. Oh. Leider verschleudert. Ich mag es, dass du dich mit der Waffe abwehrend von hinten an sie anschleichst. Das ist eine großzügige Hitbox von der Axt. Erstens würde ich dir raten, nicht zu heilen. Ich hatte den Knopf schon gedrückt. Oh, dann drück die noch schneller. Waffe. Au. Was? Wo kam das von hinten? Herr, was? Den Turm. Den Turm. Den Turm. Hä? Was? Den Turm. Ja, aber wo? Den Turm. Wo? Hinter dir. Was? Den Turm. Oh. Dankeschön. Oh Gott. Das war ein stabiler Sprungangriff. Oh, geh ich runter oder hoch? Oh, ich gehe hoch. Warum? Ich weiß nicht. Oben ist eine gute Idee. Mm. Oh nein! Oh mein Gott! Okay, halt dich. Ein letztes Mal. Oh. Ich bin verwirrt. Soll ich da durch? Ich denke, du hast nicht viele andere Wege. Hast du gemerkt, wie der Nebel hinter dir nicht verschwunden ist? Ja. Weißt du, was das bedeutet? Oh, ich weiß, wo... Oh. Beeil dich besser, die schießt mit Pfeilen auf dich. Oh nein! Och. Och, warum? Och, nö. Oh, das war halbwegs gut ausgewichen. Oh Gott. Muss sein Körper treffen, nicht seine Waffe. Deine Ausdauer regeneriert sich super langsam, wenn du abwehrst. Ach ja, aua. Aua. Oh Gott. Wenn ich zwischen seinen Beinen bleibe... Oh, das ist tatsächlich ein ziemlich sicherer Ort. Au. Ich habe nicht gesagt, dass du ein verwundbar bist, wenn du sagst, sicherer Ort. Oh. Nein! Oh Gott! Ich kann dir versichern, dass das Waffe abwehren, das wird gegen Taurus nicht viel bringen. Doch. Das wird ihn erschrecken. Damit wirst du seine Axt aufhalten können. Ja. Hatscha. Au. Vorsicht, Pfeil. Es hilft aber gegen die Pfeile ungemein. Oh, Gott. Du bist in die Axt gerollt. Ja, das war nicht meine Absicht. An sich war es ein guter Dodge. Hört man eigentlich, wie sie B-Span beim Rollen. Oh nein, oh Gott, was ma... Oh mein Gott. Ich habe aus irgendeinem Grund, Oh Gott. Nein. Oh mein Gott, er war fast runtergesprungen. Ja. Diesen Angriff ausweichen ist super seltsam. Au. Ich denke nicht, dass ich das schaffen werde, ehrlich gesagt. Oh Gott.
Nein, 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 nein. Oh, ich kann da hoch. Das ist der Schritt. So weit kam ich nicht beim Versuch, ihn zu bekämpfen, ohne danach zu googeln. Das heißt, meine Erfolgsaussichten waren überschaubar. Warum hast du die Leiter vergessen? Ach so, oh mein Gott. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, weil ich... Es ist einfach so verlockend, seinen Hintern anzugreifen. Oh nein. Ich weiß, wie es dir geht, aber er fühlt sich da genauso wie du. Oh. Du kannst auch erstmal die Leiter hochgehen. Oh, wirklich? Ja, natürlich. Oh. Denkst du, die Leiter spawnt erstmal, wenn er spawnt? Oh. Hast du es gerade gesehen? Da war ein Schild im Nebel. Ah ja, das sind die von hinter der Nebeltür, die dich verfolgt haben. Sehr verdächtig, das alles. Ja. Richte die Kamera bitte nach oben. Nein. Oh, er kommt. Oh. Ich meine, du kannst nicht auf den Boden starren. Doch, das mache ich im echten Leben auch. Ich meine, das mache ich auch, aber ich kämpfe auch nicht gegen riesige Minotauren-Dämonen. Nicht? Manchmal. Hm. Hey. Nein, oh. Das funktioniert tatsächlich, du warst nur etwas dumm positioniert. Okay, so? Ja, lauf runter und dann R1, yeah! Yeah! Nicht zu viel dem R1-Spam hingeben! Ja, yeah. Oh mein Gott! Geh da hoch, bitte! Geh da hoch, bitte! Oh Gott! Wird knapp! Ah. Vielleicht willst du dich heilen, bevor du noch mal runter gehst. Ja, auf jeden Fall will ich mich heilen. Das war zu viel. Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Und jetzt willkommen in der Arena! Immer zwischen die Beine. Au. Was war das? Ja, das sind... Du kannst es noch schaffen. Oh. Warte, kann ich wieder runter? Und ja, du kannst wieder runter. Nein, oh Gott. Spring einfach, was auch immer. Okay. Geh runter, heil dich unten. Das ist weniger schade, als wenn er dich treffen würde. Oh Gott. Oh Gott, kletter wieder hoch. Ja, hatte ich vor. Oh, hoffentlich greift er dich nicht an, wenn du auf der Leiter bist. Oh Gott. Okay, okay, soweit so gut. Okay, ich heil mich. Du kannst dich nicht heilen. Oh. Los, runter. Ja. Und jetzt bringst du zu Ende! Noch ein paar Schläge! Ja! Oh, oh mein Gott! Gott! Oh. Ihr habt gesiegt! Oh mein Gott! Puh. Okay. So weit, so gut. Und jetzt kannst du weitergehen. Ein Speckstein! Oh, ich will nicht zu den Gegnern gehen. Warum nicht? Och. Ja, keine Sorge, die Gegner werden dir nichts tun. Das meine ich ernst. Der Drache wird dir was tun. Oh, das war einfach nur gemein. Ich hab gesagt, dass dir die Gegner nichts tun werden. Was mache ich jetzt? Wieder hinlaufen. Oh.